Dadurch hat sich die Taktzeit hier in die Frequenz verringert von 110 auf 78 Sekunden. Servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Transportfieber. Hier auf meinem Kanal die Linie 12, die wir in der letzten Folge neu angelegt haben, hier, die das hier abfassen soll, die Leute ein bisschen mehr transportieren soll, die hat momentan noch keine Fahrgäste, aber ich hoffe, das kommt noch. Wir werden der Linie noch eine Haltestelle hinzufügen, und zwar dort. Das heißt, nach der Schützenstraße kommt noch die hier auf der Seite, um hier die Passagiere auch hier abzufassen. Mal gucken, ob das was bringt. Werden wir sehen. Werden wir sehen, ob das was bringt. Ansonsten sieht es soweit relativ gut aus. Wir verdienen gutes Geld. Machen auch Plus. Zwar nicht viel, aber zumindest etwas. Ist ja auch schon mal positiv. ...15 Leute warten hier auf die Linie 10. Das heißt, hier sollten wir vielleicht noch mal einen Bus auf die Linie setzen. Wie sieht es ansonsten aus für die Linie 10? Einer, wenn wir die Linie abfahren, vier Leute, zwei Leute, fünf Leute, da sollten wir, denke ich mal, noch einen weiteren Bus draufsetzen, zwei, vier, eins, zwei, da werden wir noch mal einen Bus holen. Für die Linie Krefeld 010. SB Krefeld 010. Ein weiterer Bus ist unterwegs. Liebe Fahrgäste in Krefeld. Dadurch hat sich die Taktzeit hier, die Frequenz, verringert von 110 auf 78 Sekunden. Fast 10k mit der Linie. Das ist schick. Umso mehr werden natürlich auch von hier aus der Stadt zum Bahnhof transportiert. Und umso mehr können auch den Zug nutzen. Das ist ja auch positiv. Da müssen wir auch mal die Taktzeit verringern auf Dauer. Das werden wir aber alles auch noch machen. Das ist kein Problem. Auf Dauer. Wir werden mal 500k zurückzahlen. Na komm. Nochmal 500k zurückzahlen. Dass wir hier weniger Zinsen zahlen, anstatt 30k Zinsen im Monat. Nur im Beziehung im Jahr nur 20.000 an Zinsen. Haben wir Geld gespart? Thank you.
So. Das sieht soweit gut aus. Alter Schwede. Nice. Nice, 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 nice. Buslinie innerhalb der Stadt, die relativ viel Geld einbringt. Alter Schwede, hier sind ja Fahrgäste ohne Ende. Gerade ist der Bus ja weg. Schon ist ein neuer Fahrgast hier an der Station. Alter Schwede, das ist nicht mehr normal. Hier müssen wir definitiv bald ausbauen, auch für den Bahnhof. Es wird Zeit, dass wir hier mal bessere Busse bekommen als die Postkutschen hier mit 4 Personen nur. Da will einer mit der Linie 12 fahren, Schützenstraße. Der will zur Schützenstraße, okay. Hä? Der wollte von da nach da oder was? Auch nicht schlecht. Cool. Hallo, das Angebot steht noch hier zu den Wohnhäusern. Über 30 Leute stehen hier am Bahnhof. Wahnsinn. Wenn wir der Stadt mal helfen hier, werden wir hier eine Straße errichten. Damit die Leute hier auch noch hinziehen, die Stadt hier noch ein paar Häuser hinbaut, hoffentlich. Die Hoffnung ist da. Wir machen hier eine weitere Straße, um der Stadt ein bisschen zu helfen und zu unterstützen. Mal gucken, ob die Stadt das annimmt und hier bauen lässt. Neues Bauland für die Stadt. So. So, wie sieht's aus sonst? Wir benennen die Stadt mal oben. Höchstädt an der Donau. Wir nennen hier mal Mannheim.
Die Stadt nehmen wir mal Mannheim. Mannheim wohnt meine Ex-Freundin. Von daher alles easy. Heißt, wir bieten in Zukunft eine Zugverbindung von Krefeld nach Mannheim an. Mannheim wird die nächste Stadt werden, die wir hier bedienen werden. Heißt, wir müssen gucken, dass wir hier natürlich auch die Gleise ausbauen, hier auf zweigleisig. Ich wollte gerade sagen, zweispurig. Wir müssen natürlich auch einen Bahnhof hier bauen. Wo wäre der am passendsten? Das wäre im Prinzip hier. So, ein Busdepot mit so einem Busbahnhof. Schließe am besten da irgendwo an. Dann müssen wir natürlich hier die Zufahrtsstraße ein bisschen umgestalten. Das werden wir aber alles noch machen. Wir müssen auch ein bisschen die Höhenlinien jetzt beachten. Obwohl, wird sehr, sehr schwer. Naja, egal. Zumindest ansatzweise. Müssen wir mal gucken, dass wir hier relativ kostengünstig davonkommen. Nein, K. Denk zu groß, das ist aber auch zu teuer. Heißt, das wird eine Variante, die so gemacht werden muss. Erstmal. So, alter Schwede.
Das Stück wieder weg. Das Stück auch weg. Dann nehmen wir das hier. So rum. Gut. Nein, nicht planieren. Hier. Glätten. Einmal glätten. Zack. So, fertig. So, die Strecke an Mannheim ist angelegt. Mannheim ist angeschlossen. Heißt, wir können jetzt im Prinzip den Zug fahren lassen. Müssen wir im Prinzip nur noch eine Verbindung hier machen, dass wir hier eine Kurve kriegen. Also wir machen das Depot weg. Werden wir jetzt auch machen. Abreißen. Dann nochmal die Kurve hier schön machen. Soll ja auch alles gut aussehen. Na? Wir klatschen wie das Zugdepot mal. Hierhin. Einmal. Gleis hier dran. Dann sieht es gut aus. Dann machen wir den Bahnhof hier am besten. Zweigleisig. Nee, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal so. Wir müssen aber definitiv gucken, dass wir Signale setzen. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier sind noch 18 Leute am Bahnhof. Wir brauchen mehr Züge oder größere Kapazitäten. Darum kümmern wir uns aber noch insgesamt. In Zukunft, ganz klar. Bis dahin, Servus und Tschüss.